Fürstin Karlene, muss das sein? Foto sorgt für Diskussionen. Eigentlich wollte Fürstin Karlene, 44, nur ein zuckersüßes Foto ihrer siebenjährigen Zwillinge, Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques, auf Instagram posten und dem Volk einen schönen Feiertag wünschen. Am 19. November 2022 zelebrierte die Fürstenfamilie traditionell den Nationalfeiertag Monacos. Auch La Fête du Prince genannt. Doch das Posting der Fürstin ging offenbar gewaltig nach hinten los und hat eine kleine Welle der Empörung losgetreten. Für das besagte Foto inszenierte Karlene ihre Kinder wie kleine Erwachsene, die Mini-Royals sehen aus wie sie selbst und ihr Ehemann Fürst Albert. 64. Gabriella trägt auf dem Foto einen roten Mantel mit schwarzem Hut und posiert dabei wie eine Große mit der Hand auf der Hüfte. Der kleine Jacques wurde in eine traditionelle Uniform gesteckt, salutiert und wirkt ebenfalls wie ein junger Mann. Eben wie Mama Karlene und Papa Albert, die beiden Kinder sind das Ebenbild ihrer stolzen Eltern. Ein Umstand, der allerdings nicht jeden Instagram-User erfreute. Lächerlich. Die Kinder in so einem Alter so zu inszenieren, ich rauf 40 etwa ein Fan und ein weiterer ergänzt. Wie absurd die Kostümierung der Kinder sei. Der Tenor der Kritiker, innen, Kinder sollen bitte Kinder sein dürfen und nicht wie Erwachsene. Die auf älter getrimmt werden. Man solle die beiden einfach ihre Kindheit genießen lassen und nicht wie junge Erwachsene inszenieren. Der Fairness halber muss aber auch gesagt werden, dass es viele Anhänger, innen unter dem Posting gibt, die das Bild von den Zwillingen Gabriella und Jacques ganz bezaubernd finden. Sie sieht genauso aus wie die Mutter und er wie der Vater, niedlich, schreibt etwa ein wohlwollender Instagram-Fan. Verwendete Quellen, Instagram.com